Servus Leute, zurück zu Let's Play Kingdom Hades. Ihr fragt euch vielleicht, nachdem wir das letzte Mal das Spiel geschafft haben, was gibt's denn hier noch zu tun? Außer Geld regnen zu lassen. Das ist das kleine Bike, was es in dem ersten Level noch gab, wenn man das Raumschiff an einem Blutmond sozusagen aktiviert hat. Da hat man so einen kleinen Greedling vorne sitzen wie E.T. und kann mit ihm auch jumpen. Und wenn man dabei Geld fallen lässt, dann gibt's das Achievement in diesem Spiel. Ja, ich habe in der letzten Zeit, seit der letzten Aufnahme, Achievements gejagt und mir fehlt nur noch ein einziges Achievement. Ich habe sowohl Portal auf friedlich gemacht, da musste man extra neu starten, weil friedlich, ja, schwierig. Ich habe alle unterschiedlichen Bikes geholt, es fehlte dieses Bike, es fehlte ein Monster Truck und ein, Sitzbike mit Maschinengewehr dran. Das fehlte noch. Genau die Sachen haben uns noch gefehlt in unserer Aufnahme. Die habe ich alle gemacht. Ich habe sonst auch alles gemacht, was das Spiel von mir verlangt hat. Und jetzt fehlt mir nur noch das letzte Achievement, nämlich wir spielen das Spiel jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad verflucht durch. Und deswegen müssen wir ein neues Spiel starten. Hier, das war mein letztes Achievement. Einfach mal eine Stunde lang im Hintergrund das Spiel laufen lassen, nachdem ich das erste Gebiet geklärt habe. Den 50. Tag über, bis über den 50. Tag hinaus überleben war ein Achievement. Das habe ich mal nebenbei gemacht. Das war einfach bloß rumeideln, nachdem das ganze Gebiet erledigt war. So, wir nehmen, das war ja unser Slot, wo wir durchgeschafft haben. Und jetzt nehmen wir einfach den Slot. Nein, wir nehmen den Slot. Und starten neu. Und diesmal wird's ultra brutal. Es soll nicht so lang dauern wie das Original-Let's Play, weil da haben wir viel kennengelernt. Jetzt wissen wir ja, wie das Spiel so läuft. Und jetzt kommt halt noch die Herausforderung hinzu. Auf verflucht, dass die Gegner stark sind. Stärker. Vielleicht unsterblich. Aber ich werde auch nicht alles machen müssen. Sagen wir es mal so. Zum Beispiel diese Cutscenes. Müssen wir nicht anschauen. Ein Sommer im Lagerkönigreich. Auch das. Okay, die laufen nach rechts. Das ist gut. Gut zu wissen. So überspringe ich auch das Tutorial hier, wo sie mir erzählt, mach dies, mach jenes. Und ich kann mit eigener Geschwindigkeit hier voranschreiten. Die Tätigkeiten sind dieselben, wie wir sie kennen. Aber ich kann hier alles ein bisschen schneller machen. Zwei hier. Zwei da drüben. Und es kann losgehen. Hier ist ja ein Lager. Die Frecker sind nach rechts gelaufen. Heißt, da links ist... Wir schauen einfach, was links ist. Wir nutzen die Zeit. Da links ist schon mal eine Behausung. Sehr gut. Da links ist der Sportler. Also ist rechts wahrscheinlich seine Trophäe. Nein, ich habe kein Geld. Ah, das ist jetzt bitter. Wobei, das kann gelöst werden. Eventuell ist hier auch eine Treasure. Wobei, wenn jetzt ein Portal kommt, dann... Portal kommt. Ist gefährlich, ohne Münzen hier hinzufahren. Okay, da links ist eine Behausung, müssen wir wissen, müssen wir uns merken. Da müssen wir hin. Die brauchen wir. Rechts sind die mit ihnen... Halt, warte, du hast doch bestimmt... Du hast doch was geschossen, oder? Habe ich nicht gesehen, dass du was geschossen hast? Habe ich das aufgesammelt? Kann sein, dass ich es aufgesammelt habe. Ihr habt aber Geld gesammelt. Na, immerhin. Ja, wir brauchen jetzt hier Gebiet, damit die Geld farmen können, die Jäger. Die ich noch nicht habe. Ja, Geld. Bis zur Brücke zumindest brauchen wir hier. Sollten wir hier. Dann gehe ich weiter nach links und lasse dort machen. Ich glaube, auf dieser Schwierigkeit ist es auch notwendig, ein bisschen schneller zu machen, weil umso länger wir brauchen, umso stärker werden die Gegner. Und ich glaube, das zieht sich auch auf andere Gebiete rüber. Deswegen, gut, seine Bekanntschaft machen, überspringen wir, weiter geht's. Ich sag ja, wir machen jetzt weg schneller. Ich plane pro Part ein Level zu machen, im Idealfall. Ja, der Wald, der braucht jetzt ein bisschen, bis er darüber wächst.
Hier muss das Gras wachsen, damit Tiere hier ankommen können. Ich habe 2 Leute rekrutiert. Das bedeutet, habe ich genügend Geld für... Nein, aber da draußen liegt Geld, jawohl. Der hat schon ein bisschen was gearbeitet. Oh ja, sehr gut sogar. Ich gehe sowieso nicht davon aus, dass die nach rechts rausgehen. Deswegen... Ja, genial. Haben wir gleich ein paar mehr Bogenschützen, weil wir brauchen Bogenschützen. Wir können noch nicht mitkämpfen. Also wo auch immer die Gegner jetzt kommen. Rechts kommen sie. Ist noch überschaubar. Absolut überschaubar. Ich brauche mehr Kids. Ich brauche mehr Geld. Hier sind sie auch. Gegen die Wand gerannt. Aber hier können wir dann gleich mal den Wald weiter aufbauen. Oder abbauen. Das ist jetzt das Wichtigste. Wir brauchen Gebiet, wir brauchen Platz. Wir müssen einfach ein bisschen was schaffen. So, ich hoffe mal, rechts ist dann auch eine Behausung für Kinder. Weil ich bräuchte auch mehr Kinder. Ich bräuchte... Ja, einen Arbeiter, einen normalen Arbeiter, glaube ich, brauche ich auch noch. Hier, bringt die gleich Geld mit, weil dann können wir gleich da... Sehr gut. Sehr gut, tatsächlich. Oh ja, das ist gutes Geld. Weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiterentwickeln. Sehr gut, da sind weitere Kinder, da will ich auch hin. Mhm. Das ist die... Ich habe weitere Kinder gefunden. Das ist eine gute Sache. Da ist der Pokal, den brauchen wir. Und ich würde ihn am liebsten jetzt gleich holen. Oh je. Und wir werden angegriffen. Retreat! Wenn ich den einen Dude mit am Start habe, dann wird es schon einfacher. Schlückchen trinken, verschnaufen, weiterrennen. Gleich mal vorbereiten, dass die Bauarbeiter bald wieder was Neues zu tun haben. Und dann müssen wir hier verteidigen. Ich habe ja ein paar Kinder, glaube ich, noch bekommen, oder? Gleich mal einen Bogen schnappen. Kannst gleich kämpfen. Hey, Kind. Wollte gerade sagen, was macht ihr da draußen? Geht zurück. Eure Hämmer sind zu wertvoll. Ach du Schande. Okay, das war... Hart. Belastend. Hart und belastend. Der einzige Trost. Auf der anderen Seite habe ich jetzt einen Verteidiger mehr. Aber wir sehen schon, ha, wenn sie jetzt schon mich einrennen. Ja gut, der Turm war halt auch noch nicht wirklich in... Developed. Das war belastend. Jawohl. Jetzt habe ich einen aktiven Kämpfer mit am Start. Der wird nötig sein, weil der hätte den Angriff verteidigen können, aber ich muss ja erstmal den erobern oder den bekommen, den Verteidiger, damit es sowas passieren kann. Genau, mach den Baum da links weg. Bauarbeiter haben wir keine verloren, oder? Dann, ich muss auf jeden Fall das mal upgraden. Ihr habt es ja gesehen, das war
Bei der Art von Angriff war das nicht gut. Die Bäume, sind die schon weit vorangeschritten? Kann ich da schon? Jawohl. Neuen Rekrut. Das Achievement, dass ich ein Level mit nur 20 Kindern geschafft habe, habe ich auch schon hinter mir. Deswegen kann ich so viele Leute wie möglich rekrutieren eigentlich. Und ich brauche auch so viel wie möglich. Also, da muss ich das Lager erst weiterentwickeln. Ich brauche mehr Bogenschützen. Weil wir gesehen haben, es fehlte an Kampfkraft. Sehr schön. Okay, will ich nach Hause telefonieren? Ich weiß nicht, ob das Story relevant ist. Wir machen es einfach mal. Also, nur so weit, dass es halt triggert, das Event. Links ist jetzt gefährlich, weil links ist tatsächlich weniger Verteidigung. Hundi kriege ich erst im nächsten Level, deswegen müssen wir mal aufpassen. No! Naja. Ich muss dieses Gebiet einnehmen. Shit. Jetzt fehlt mir natürlich eine Münze. Das Coole am Maschinengewehr-Bike ist, es kann schießen. Captain Obvious lässt grüßen. Aber noch cooler ist tatsächlich an dem Bike. Oh ja, da die Münze. Die wollte ich eigentlich bloß haben. Ich wollte bloß eine Münze haben. Dass man damit die Rehe jagen kann. Und damit kann man gut Geld machen. Noch zusätzlich. Fand ich zumindest. Sehr gut. Damit ist dann dieses Gebiet komplett free und ich würde hier auch die Mauer ziehen. Und wir müssen... Eigentlich müssen wir nicht dahin. Aber hier ist eine Geldquelle. Hier ist eine Kinderquelle direkt an der Grenze. Wobei, wie weit? Wann kommt da irgendwas Bösartiges? Ziemlich früh, ja. Na, dann vielleicht doch nicht. Andererseits, brauche ich diese Geldquelle? Brauche ich sie wirklich? Nee, eigentlich nicht. Ist auch die Frage, wächst da Gras an dieser Geldquelle? Ich habe halt hier noch eine zweite Geldquelle, kann man sagen. Ich will erstmal hier die Mauer verstärken. Nur die Mauer ist auch nicht gerade die stärkste. Das macht mir am meisten Sorge aktuell, dass diese Mauern nicht halten. Gib mir Geld. Und wo sind die Bauarbeiter überhaupt? Kann es sein, dass ich Bauarbeiter verloren habe in dem Kampf? Das kann auch sein. Dass ich jetzt so viele Bogenschütze habe. Na gut. Es läuft nur ein Bauarbeiter rum. Einer ist ein bisschen wenig. Das eine Kind läuft einfach so herum. Kann es sein, dass das eine Kind... Oh, hier sind auch zwei Kinder. Ich glaube, das sind Rumstreuner. Das sind arbeitslose Kinder. Also, beziehungsweise noch schlimmer. Nicht rekrutierte Kinder. Ich wollte gerade sagen, trefft ihr mal? Na dann, rekrutieren. Wo ist das eine Kind, wo... Da läuft eins. Ich glaube, das braucht einen Job. Genau. Gut. Sehr gut. Okay. Ja, ich brauche Geld. Danke. Wenn noch Kinder arbeitslos sind, gibt es eine Beschäftigung. Verteidigung geht immer. Bringt am besten Geld mit. Ja, die Armee, die wächst auf jeden Fall. Das ist gut. Drei Leute. Drei Münzen.
Mit 3 Münzen lässt sich ein bisschen was anfangen. Ich glaube, links werde ich nicht weiterentwickeln. Das war auch gut. Wir können ja rausgehen. Genau, denen entgegenlaufen. Damit halbieren wir schon mal die Angreifer. Den Rest schafft ihr und dann schauen wir auf der anderen Seite, ob da alles gut läuft. Muss schon sagen, die Mauern sind schon gefährlich. Oder gefährdet. Dann weiter vorrücken. Hier, hier. Kinder rekrutieren. Ich muss ja sowieso in die Richtung mich ausbreiten, deswegen ist das jetzt das nächste Ziel. Hierhin ausbreiten. Hier, hier, hier. Ah, ich brauche mindestens eine Verteidigung auf der linken Seite, damit ich da safe bin. Ich werde in der linken Seite... Wobei, oh doch, ich muss in dieser Map auf der linken Seite auch durchrushen. Aber das kann ich machen, nachdem ich das Kanu besiegt habe. Weil dann sind, glaube ich, die Portale inaktiv. Okay, dann... Machen wir mal die Mauer stärker. Weil auf der linken Seite ist ein größerer Bucket. Deswegen muss ich da hin. Das ist einmal muss ich da zu diesem Strandgebiet. Ihr habt kein Geld gemacht? Das ist schlecht. Will ich das? Nein, will ich eigentlich nicht. Es könnte sein, dass links noch Geld liegt. Also ich habe festgestellt, zumindest diese Map ist immer mal random. Also wohin die gehen, was die machen, alles random irgendwie. Oh ja, das ist gutes Geld. Sehr gut. Oh ja, wunderbar. Wunderbar. Das da will ich. Weil wenn ich hier 2 Mauern habe, dann haben sie einen Rückzugspunkt. Ein Rückzugspunkt ist wichtig. Weil wenn eine Mauer reißt, dann können sie immer noch die zweite verteidigen. Oder zurück zur zweiten gehen und dort weiter verteidigen. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist generell jetzt wichtiger, 2 Reihen hintereinander zu haben. Jetzt haben wir hier einen Ort, wo extra Geld gescheffelt werden kann. Das ist auch wichtig. Und die Mauer muss noch eine Stufe höher. Geil. Dann würde ich fast sagen, auf der Seite ist man eigentlich relativ gut. Genau, hier sollten die echt gut vorankommen. Ja, Bären, Bären. Weiter geht gerade nicht, genau. Die sollen sammeln. Die sollen Geld sammeln. Die Mauer ist ganz okay, die brauchen wir nicht. Dann ist links, glaube ich. Man muss halt immer bloß aufpassen, weil links und rechts jetzt prinzipiell... Ah ja, vielleicht gibt es Kinder, das können wir mal schauen. Ja, und hier muss ich halt dann auch ausweiten. Darum kümmere ich mich dann, wenn die... Das wird sozusagen der nächste Tag. Der nächste Tag wird rechts Concentration. Rechts muss man sich darauf konzentrieren. Ich brauche... Oh, ich nehme auf jeden Fall noch mehr. Habt ihr noch mehr Geld? Ja, der sieht gut aus. Kind, schneller, bevor die dich angreifen. Wenn da überhaupt jemand kommt, natürlich kommt da jemand. Wären schon mehr, wären schon mehr. Jetzt mache ich nicht mehr die Hälfte kaputt. Das Kind ist da. Und wir schauen links, ob alles in Ordnung ist. Ich glaube, wir müssen auf dem Schwierigkeitsgrad kompakter alles machen. Kommt da gar keiner? Na gut. Ist auch mal angenehm. Die Mauer ist dicht. An der Stelle. Neues Kind. Gleich einkassiert. Darf sich gleich einen Bogen snacken.
Ja, ich kann schon mal rausgehen, weil die Nacht ist rum. Ich bin sowas von gespannt auf die erste harte Nacht. Also rote Nacht. Kann es sein, dass die Nächte auch schneller kommen und so? Beziehungsweise die Tage kürzer sind? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Aspekt des Schwierigkeitsgrades ist. Ach ja, ich kann von der anderen Seite eigentlich auch. Ich habe Bauarbeiter, es ist nicht so weit weg. Genau. Um diesen Turm herum muss ich halt die Verteidigung aufbauen. Also, ja, das sind drei Wände. Genau, drei Wände, die ich hier bauen kann. Und diesmal muss ich sie bauen. Das ist der Unterschied zum einfachen Spiel. In Anführungsstrichen, wir haben ja auf schwer gespielt. So. Das erste Level sieht noch ganz verhalten aus. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir das richtig angehen, weil eigentlich gegen Ende dürfen die ja nicht so viel schwerer werden, weil ich kann nicht stärker werden. Also es wäre ein bisschen verhältnisunmäßig dem Spiel gegenüber, wenn die Gegner brutaler werden. Kind. Ich brauche viel schneller Kinder. So, da hinten hast du vielleicht schon einen. Genau, der Baum ist schon weg. Jawohl, da geht was. Tja, jetzt bin ich aber eher damit beschäftigt, den Wald zu fällen, als was anderes zu machen. Aber es macht nichts, dann kriegen wir auf jeden Fall Ressourcen. Das ist auch nicht schlecht. Komm, schneller Baum. Weg mit dir. Jawohl. Der Wald muss gefällt werden, bis die Nacht rum ist. Oder bis die Nacht kommt. Wird ein knappes Ding. Wird ein knappes Ding. Komm, komm, den Baum noch. Ach, den dir natürlich den äußersten Baum. Komm schon, jawohl. Nein! Greedlinge, komm! Okay. Hab sie komplett selbst aufgehalten. Gut so. Nee, dann kümmern wir uns jetzt um die Seite. Da kommt eine Mauer. Da kommt eine Mauer. Und hier kommt eine Mauer. So, jetzt brauche ich aber erstmal Geld. Sonst komme ich hier nicht weit voran. Das mit den Mauern ist zwar ganz gut und ja, Angelcamp. Ja, können wir gleich machen. Erst brauche ich das Geld. Genau, ihr geht nach vorne, dann bringt ihr aber erst euer Geld bei mir zurück. Sehr schön. Wir brauchen mehr Kinder. Viel mehr Kinder. Okay, wir haben hier sehr viele Rumstreuner und eine große Welle kommt. Dann brauchen wir sehr viele Verteidiger. Okay, okay. Ich muss... Eigentlich muss ich die Mauern rechts verteidigen. Aber ich brauche jetzt erstmal Geld und Kinder sind auf der linken Seite auch noch über. Genau, ich brauche das Geld dringend. Und die Kinder als Verteidiger. Jetzt wird es nämlich entscheiden. Jetzt kommt die Stunde der Entscheidung. Der erste rote Tag. Die Mauer ist hoch. Die Mauer muss auch hoch. Also, so hoch wie möglich. Sagen wir es so. Hm.
Noch ein paar Verteidiger mehr. Die schießen hier, das ist okay. Die anderen haben hoffentlich ordentlich was auf dem... Ich brauche eigentlich auch Bauarbeiter da drüben. Das vordere wird gleich einbrechen, deswegen konzentrieren wir uns gar nicht darauf. Andererseits, vielleicht... So vielleicht. Jetzt habe ich ja kein Geld mehr. Wenn jetzt die Bauarbeiter zu spät kommen. Ah, da kommt schon mal einer. Aber ich habe jetzt kein Geld mehr. Das ist eigentlich katastrophal. Ja, wir brauchen Tiere. Viel Geld gehört. Ich hoffe, sie kommen von der rechten Seite, muss ich zugeben. Weil die Seite ist wenigstens verteidigt. Also dieses stark. Ah, die andere Seite ist auch gut verteidigt. Wir werden es ja gleich sehen, oder? In welche Richtung die laufen. Ah, rechts. Naja, es sind nur mickrige Zweierwelle. Ach du Schande. Naja, aber das überleben wir. Auch wenn die erste Mauer erwartungsgemäß es nicht durchhält. Aber es ist gut. Wir schaffen's. Der hält halt was aus. Aber es ist geschafft. Gut. Sehr gut. Wie weit sind wir hier schon vorgedrungen? Da geht noch was, oder? Ja. Für die Jäger geht da noch einiges an Platz. Okay, okay, das haben wir überlebt. Das ist ein gutes Zeichen. Das wird repariert, das ist auch ein gutes Zeichen. Da quatschen wir mal mit ihr, dann ist das auch erledigt. Sie wollte hier eine Wand haben, das hat sie bekommen. Oh, Geld. Gib mir gleich das Geld, das nehme ich gleich mit. 3, ja, 5 bräuchten wir. Oh, da ist ein Hirsch. Könnt ihr den Hirsch nicht erlegen? Kind, kommst mit? In die Armee? Habt ihr Geld? Ja. Ich muss schauen, ob... Ah, eigentlich, sie kam von der rechten Seite. Eigentlich dürfte da von der linken Seite nichts gekommen sein, oder? Kind. Jetzt kann ich eigentlich auch ein bisschen gechillter machen, weil wenn wir schon eine rote Welle geschafft haben und einen roten Tag, dann sollte das jetzt hier kein großes Problem darstellen. Ja, Jackpot. Ja, ich brauche jetzt viel Geld. So, hier Kinder. Ja, komm, das kann man so lassen. Wir brauchen einen Swimmingpool nicht zwingend. Ey, das wollte ich gerade einsammeln. Wir brauchen einen Swimmingpool nicht zwingend. Und hier haben sie die Mauer nicht eingerissen. Sie waren ja auch nicht hier. Deswegen ist gut. Ach, dass du schon wieder aus der Puste bist. Wir bräuchten den... Wir brauchen ganz dringend das bessere Fahrrad. Aber erst müssen wir mal hier weiterentwickeln. Dann können wir bessere Türme bauen. Mit mehr Geld natürlich. Das ist immer die Bedingung. Und hier ist ein Kind. Ja, wenn ich eine riesen Armee habe an Bogenschützen, dann sollte das alles machbar sein. Aber das mit dem Geld ist echt eine Problematik.
Ja, komm. Nein, geh in die andere Richtung. Ich wollte, dass du in die Arme von denen läufst. In die Arme der Jäger. Der Tag endet gleich. Gute Geldquelle hier. Okay, weiter will ich, glaube ich, auch gar nicht. Das ist eine problematische Sache, dass ich mich entschieden habe, dass die jetzt raus sollen. Äußerst problematisch. Ja, wir brauchen jetzt hier eine starke Verteidigung. Und wir brauchen mehr Kinder. Und wir brauchen Geldproduzenten. Also hier. Kinder, die nichts zu tun haben, sollen Geld produzieren. Die Bauarbeiter sind immer noch nicht zurück. Mehr habt ihr nicht mitgebracht. Ihr seid eine Enttäuschung. Das Triggern dauert noch ein bisschen, bis ich das kann. Da, Regen. Ich sehe nichts bei Regen. Das ist gut. Hier ist, glaube ich, die Mauer super sicher. Dann fahre ich in der Regenzeit mal schnell nach. Ah ja, ich habe, glaube ich, jetzt das Geld dafür. Das war auch wichtig. Genau, dann können die hier auch angeln und noch mehr Geld produzieren. Geld ist wichtig. Für eine florierende Wirtschaft. Hier, arbeite für Geld. Geldleistungen. Wir brauchen Geldleistungen. Aber ich merke schon, ich kann nicht so vorrushen wie auf leicht. Auf leicht konnte ich eigentlich, wenn ich das vorwusste, immer relativ viel machen. Ach, das war zu wenig Geld. Viel zu wenig Geld, was sie da produziert haben. Oder was sie mir gegeben haben. Produziert haben sie vielleicht genug. Nee, das lassen wir erstmal. Ich glaube, Bogenschützen haben wir genug. Ich brauche jetzt einfach bloß ordentliche, jawohl, Geldquellen. Ja, angelt Fische. Das gab es, glaube ich, beim Nordic. Also da gab es irgendwie so ein Wikinger-Version von Kingdoms. Da gab es auch, glaube ich, Speerfischen oder sowas als Angelmöglichkeit. Die Mauer noch erhöhen. Ich glaube, nee, das ist nicht mal das Maximum dann von der Mauer. Oh ja, stimmt. Ja, sollte ich oder sollte ich nicht? Den Baum, kann man den noch wegmachen? Ja, den kann man noch wegmachen. Dann machen wir ihn weg. Potenziell mehr spawnende Tiere. Hier drüben, da läuft's. Da gibt's gut Geld. Das ist wichtig. Das dauert schon ziemlich lang. Das werden sie nicht schaffen, wenn ich es jetzt... Was soll's. Wir müssen diese Seite stark verteidigen. Ach, der rennt raus und will noch den Baum machen. Das dauert ja ewig. Böses. Oh Mann, schlaf nicht ein. Lauf zurück. Hat die Ruhe. Hat absolute Ruhe. Die haben keinen Bock zurückzugehen. Naja. Wir machen die Mauer noch hoch, weil
Ja, das ist halt die zweite Wand. Eigentlich kann ich auch die Mauer noch hoch machen, weil dann haben wir hier Maximum. Da kommt keine, da kommt dann nicht mal die rote Welle durch. Im Normalfall. Wir sehen es ja gleich. Ah, kommen welche mit Hüten. So einzelne sind, glaube ich, ja, nervig in der Menge, aber... Ah, die zerrigen halt down. Das geht dann schnell kaputt, die Mauer. Aber human, alles okay. So, was ist jetzt das Klügste? Armee hochziehen? Wir haben sehr viele Kinder in der Arbeitslosigkeit. Das bedeutet, ich könnte ja eine Armee weiter ausbilden. Meine Angriffskraft steigern. Ich frage mich, wie brutal es wird dann bei solchen... Nein. Wie schwer es teilweise dann wird. Hm, ist gut. Gut. Weil die Mauer muss auch verteidigt werden. Tja. Hier gibt es nicht so viele Tiere, wie es scheint. Die Brücke ist, glaube ich, auch ein Problem. Aber ich glaube, das könnte so trotzdem halten. Gut, dann würde ich sagen, triggern wir als nächstes den großen Krieg. Triggern wir den großen Krieg, damit ich noch die andere bekomme. Ist wichtig, dass die anderen noch bekommen. Das ist geil. Ja, gönnt uns Geld. Geld beim Vorbeiradeln, das ist eine schöne Sache. So, ich glaube, Leute habe ich mehr als genug. Dann triggern wir mal den Angriff von der rechten Seite. Genau, hier kommen sie. Sollen sie da kommen? Sollen sie da kommen? Das ist wie eine rote Welle, glaube ich. Ich hoffe es. Und danach habe ich sie und dann können wir in den Krieg übergehen. Muss jetzt nach links gehen, bevor wir nach rechts gehen können. Und hier muss ich halt immer mal vorbeischauen dann später. Incoming. Incoming! Da werden sie durchbrechen. Ich habe dann ein schlechtes Gefühl, weil die Fernkämpfer werde ich nicht so schnell los. Außer der rusht in die rein. Achso, sie haben getroffen. Jawohl, und die Mauer hat gehalten. Nice. Fertig, dann los. Auf geht's. Jawohl. Jetzt können wir aggressiver vorgehen. Und die haben eine ganze Welle alleine geschafft. Ich bin stolz auf euch. Ich bin so stolz auf euch. Ja. Darüber und da müssen wir das weiter erweitern. Erst dann kriegen wir... Jo. Die Möglichkeit zum Angriff. Der Angriffskrieg beginnt. Jawohl, die baut das jetzt auf. Währenddessen gehe ich mal schnell nach links. Können wir das noch erweitern? Weil ich glaube, es ist doch nicht das Verkehrteste. Habt ihr Geld? Ihr habt viel zu wenig Geld. Aber mir reicht... Mir reicht ja schon ein bisschen. Ach stimmt, das sind ja auch Kinder, die habe ich ganz vergessen. Die dürfen natürlich auch gleich in die Armee eintreten. Gleich mal eine Zwille oder einen Bogen ausrüsten und ab geht die Post. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, ich kann das noch weiter verbessern. Sollte ich vielleicht auch. Aber dazu brauche ich mehr Geld.
Und dadurch, dass ich durch meinen Angriffskrieg dann gleich auch viele abziehen werde von der Front. Ich hätte gern Kinder lieber. Lieber Manpower statt mehr Bögen, weil Bögen ist, das ergibt sich mit der Zeit. Aber mehr Kinder bedeutet auch mehr Geld auf Dauer. Man weiß ja nie, was mich rechts erwartet. Vielleicht ist hier genügend Geld zusammengekommen in der Zwischenzeit, dass ich mir gute Sachen leisten kann. Ah, nicht da raus. Nein! Nein! The good money! So, das wird ausgeweitet. Gut. Zumindest die eine Wand sollte erweitert werden. Das ist mal wichtig. Ja, dann glaube ich, ziehen wir auch in den Krieg. Macht absolut Sinn. Hol dir unser Kanu zurück. Jetzt holen wir uns erstmal eine Verbesserung für unseren Geldtopf. Das muss drin sein. Habt ihr Geld? Habt ihr kein Geld? Ich muss eigentlich... Oh, die Seite wurde angegriffen. Die wurde ordentlich angegriffen. Schlecht, dass hier so wenig Geld ist. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht brauche ich in diesem Spiel dann ein Bike, das aktiv kämpfen kann. Wo kommen sie denn? Ich kann keine schwächere Truppe gebrauchen. Ich brauche stärkere Truppen. Vielleicht macht es auch in diesem Szenario, also bei der Schwierigkeit, dann auch Sinn, die Kämpfer mit auszubilden dann. Weil die können auch ein bisschen aufhalten, wenn die Gegner durchbrechen. Und die werden wahrscheinlich ziemlich häufig auf der Schwierigkeit durchbrechen. Oh. Ich musste mein Geld erstmal ein bisschen füllen, auch wenn ich ein bisschen was verloren habe. Bisher kommen nur normale Dudes raus. Das ist wichtig. Das ist gut zu wissen. Ich hoffe, die Bauarbeiter kommen rechtzeitig dahin zu den Bäumen. Weil wenn die Welle kommt, ist es schlecht. Aber so lange wie das dauert, ist auch ein Unterschied. Also umso schwieriger das Spiel scheinbar, umso mehr hält so ein Portal aus. Weil auf leicht oder friedfertig, da ist es mit dem Pusten umgefallen. Der Schwierigkeitsstufe ist es noch alles okay. Die einzelnen Dudes da machen nichts aus. Okay. Jetzt bin ich aber auf den Retaliation-Schlag gespannt. Das war dumm. Ich habe gehofft, dass die gerade da draußen war, das noch gemacht. Aber nein, die rennt weg. Natürlich rennen wir dann auch weg. Von wo kommt der Vergeltungsschlag? Ich erwarte von links. Uff, und schon kein Geld mehr. Aber Geldprobleme sind diesmal ein bisschen heftiger. Gefühlt. Schauen wir mal, ob sie von links kommen. Wenn sie von rechts kommen, habe ich ein Problem. Weil da sehe ich, habe ich gerade keinen Blick drauf.
es könnte sein, dass sie von rechts kommen, weil... Rechts ist das Hauptportal. Rechts ist das Hauptportal. Von dort habe ich Bogenschützen abgezogen. Ich habe immer noch nicht den Busstopp gefunden. Ah ja. Ne? Ah, die haben es verteidigt. Oder kommen sie doch von links? Mist, kamen sie doch von links? Und wieder zurück. Warum laufen 4 Bogenschützen von rechts nach links? Das kann doch nur der Fall sein, wenn da welche verloren sind, oder? Gibt's da noch? Achso, oder ich habe welche rekrutiert. Ach du Schande. Die sind da wirklich durchgebrochen. Die haben wirklich hier... Ah, shit. Mach den weg! Das hat gekostet, scheinbar. Okay, gut zu wissen, weil dann wissen wir auch, links brauchen wir... Nein, ich brauche eigentlich keine stärkere Verteidigung links. Genau, was ich brauche, ist Geld. Und Reparaturleistungen. Oh. Ah, gut. Moment. Wohin gehen die? Wohin geht der? Ach, war da noch ein Baum? Habe ich da einen Baum? Ah, ich habe Bäume. Natürlich kommen die Viecher jetzt auch noch. Okay. Die Viecher kommen jetzt auch noch. So ist es schon machbar mit der Verteidigung. Und muss auch machbar sein, weil... Türme technisch sind wir ein bisschen schwächer aufgebaut. Okay. Mach hier die Mauer hoch. Wir brauchen hier eine weitere Verteidigungsinstanz. Wobei, war das klug? Ich habe das eigentlich hauptsächlich gemacht deswegen. Ah ja, hier ist auch noch ein möglicher Turm. Na, dann ist es okay. Einziger Haken ist, ich brauche jetzt Geld. Dann gehen wir mal mit denen nach vorne ein Stück. Und dann entlasse ich sie. Dann opfere ich sozusagen die Truhe. Wobei, opfere ich sie dann? Das ist so die Frage. Ich will nämlich, dass sie dann hier jagen. Sobald sie entlassen sind, für eine Münze... Gehen sie gleich auf die Jagd und holen mir das Geld wieder zurück. Das Geld, was dringend benötigt wird hier.
Was ist mit den Bauarbeitern los? Da draußen ist immer noch was zu tun. Die rennen wieder weg. So, hier ist Geld, hier ist Geld. Ihr bringt Geld mit? Ihr bringt Geld mit. Wo sind die ganzen Bauarbeiter jetzt hin? Die sind nach rechts gelaufen. Warum? Ah, wahrscheinlich, um da irgendwas zu reparieren. Das ist wiederum dumm gewesen, weil die Bauarbeiter schon wieder weg sind. Aber die haben zumindest die Bäume hier weggemacht. Das ist gut. Okay, der Tag endet schon wieder. Katastrophal. Ich merke schon, es ist auf jeden Fall jetzt knackiger. Ich weiß nicht, ob es... Gut, in dieser Mission musste ich so weit rausgehen. Weil ich musste rechts das einnehmen. Aber ob ich jetzt das hier... Ob das jetzt klug war, weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ob das jetzt die klügste Entscheidung war. Ach so, lol. Na, dann habe ich natürlich jetzt einen riesen fatalen Fehler gemacht. Aber diesen Fehler, naja, den korrigiere ich, indem ich einfach nach diesem Angriff direkt nach links gehe. Wobei, kann ich mir das erlauben, ist die Frage. Was ich mir erlauben kann, ist, nach rechts zu gehen und dort Geld einzusammeln. Das kann ich mir erlauben. Und mit diesem Geld baue ich dann links die Verteidigung, während ich... Oder lass die Verteidigung bauen, während ich nach in die andere Richtung gehe. Oh, ist echt schlimm, wenn man kein Geld hat. Wo ist denn das ganze Geld? Hier liegt's rum. Ich habe sehr viele Kinder auf jeden Fall übrig. Also Rekruten habe ich genug. Und ihr seid gut am Verteidigen und... Nein, 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 erst mir das Geld geben. Sehr schön, danke. Mit diesem Geld kann ich dann gut die Verteidigung links aufbauen und mehr Truppen. Mehr Truppen. Weil es gibt hier genügend Leute, die nichts tun. Außer Geld zu produzieren. Aber ich weiß nicht, wie effizient es ist, umso mehr Kinder da sind. Weiß ich einfach nicht. Und wir nutzen auch die Zeit, um nach links durchzurennen. Also jetzt gehen wir halt straight nach links, machen kurz hier halt, um noch 4 Bogenschützen zu rekrutieren. Einfach noch ein bisschen die eigenen... Ging das nicht auch noch? Nee, das geht nicht. Um noch die eigenen Reihen noch ein bisschen zu stärken. Weil die Gegner werden ja auch nicht schwächer mit der Zeit. Und dann racen wir... Kein Geld? Ich bin da ein bisschen enttäuscht. Ich habe mehr erwartet. Ich dachte, da ist jetzt voll das Geld noch zu holen. Na, es macht nichts. Der Tag geht langsam zu Ende. Ah ja, da ist die IT-Maschine. Könnte ein Fehler sein, was ich hier mache, für die Bauarbeiter zumindest, die jetzt anrennen kommen. Aber dann ist das nun mal so. Oh, wann kommen denn hier die Truppen? Ah, da kommen sie. Dauert ja ewig. Oh, oh, ich habe nicht genügend Geld, oder? Ich brauche 4 zum... Nein, mir fehlt genau eine Münze. Ihr seid langsam, kann das sein? Ihr wart doch nicht so langsam immer, hä? Ich weiß nicht, was alles durch den höheren Schwierigkeitsgrad beeinflusst wird. Aber so Geschwindigkeit und sowas, das kann natürlich auch eine Sache sein. Ist das Angriffs- oder Verteidigungswelle?
sieht wie eine Angriffswelle aus, fast schon. Wie die Nachtwelle. Sehr gut. Ja, jetzt kann ich mir das Fahrrad auch leisten. Komm, das leiste ich mir schnell. Ja, ein gescheites Bike. Mountainbike oder was auch immer das ist. Ja, das ist jetzt ein härterer Kampf. Ich freue mich auf meinen Belagerungsroboter, weil dann... Oh, Geld. Nein, komm, spring durch. Das ist gut. Weg mit dem Portal. Puh, dauert alles länger. Ich habe gehofft, dass ich einen Part in einer Folge machen kann, aber ich befürchte, das wären ja Mammutfolgen dann. Ja, wobei, wahrscheinlich bloß die erste. Und bei den nächsten würde ich nicht da entlang gehen. Das dauert ja fast genauso wie auf leicht... Ja, auf schwer gespielt. Na gut. Macht schon Sinn, dass es ein bisschen länger dauert, oder? Selbst mit Wissen. So, sehr gut. Wir düsen wieder zurück. Retaliation-Schlag vom Hafen erwarten wir. Okay. Die Mauer ist absolut nicht gut. Und die kann ich nicht bezahlen. Aber wir haben ja noch Unterstützung durch meine Truppen hier. Und dann muss ich auch nicht mehr... Also wenn wir den Schlag überleben, dann muss ich nicht mehr hier investieren auf der Seite. Ich bin sogar geneigt, vielleicht die Tonne zu opfern. Beziehungsweise noch besser. Wo kommen sie denn? Das letzte Mal hat es auch ewig gedauert. Beziehungsweise ich wurde ungeduldig und dann, ja, da kommen sie doch. Ja, ich muss sie halt ein wenig schwächen. Weil die Mauer nicht sehr gut ist. Bräuchte hier eine sehr gute Mauer und die kommt nicht. Allerdings, die haben sie auch beim letzten Mal überlebt, aber da hatten sie stark gemacht. Ja, die Mauer werden sie niederreißen, weil die kleinen Viecher kriegen nicht weg. Die Tanks tanken die kleinen Viecher, die den Damage machen. Yes. Wieder aufbauen. Und vorrücken. Genau, tritt sie. Moment, jetzt wird doch gleich dunkel, oder? Das Fahrrad ist echt super. Selbst wenn ich all... Also das Einhorn war auch super, aber... Oh, der neue Tag beginnt. Ah, das ist interesting. Das ist sehr interesting. Gut, dann haben wir die Seite geklärt. Das freut mich. Dann können wir uns auf die rechte Seite nachkonzentrieren. Ich will halt das nur wegen dem Bucket machen. Der Bucket ist so nützlich. Anstatt dieser Beutel tut er der Bucket viel mehr Geld beinhalten. Ich habe zwar eher Geldprobleme als Geld in Masse, in Hülle und Masse... Hülle und Füll. Aber wer weiß, vielleicht brauche ich das noch. So viel Geld. Vielleicht ist es irgendwann eine Taktik von mir, Geld den Gegnern hinzuschmeißen, um meine Truppen zu entlasten. Das arme Tier ist gestorben. So, ich hoffe, ihr macht's weg.
dieses garstige, garstige Portal. Na, dann ist die linke Seite free. Bei dem sieht man leider nicht, wie es sich entwickelt. Also ob da was kaputt geht oder nicht. Kann man leider nicht viel erkennen. Aber das macht nichts. Die Zeit. Ich glaube, da kommen immer bloß kleine raus, weil wenn da große rauskämen, das wird echt heftig. Ich hoffe das. Also gern mit ein paar Masken und so. Das wäre kein Thema, aber solange die Gegner, die da rauskommen, klein bleiben. Und die müssen ja eigentlich. Weil wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Bogenschützen dabei und sonstige Stärke. Also höchstens ein paar Masken dürfen da noch mit rauskommen, aber wenn da so starke, große Gegner rauskämen, oh, dann hieße das Ende im Gelände. Yes! Yes! Deswegen bin ich hier. So, jetzt können wir wieder umdrehen. Das Ziel ist erreicht. Rächen sie sich von der anderen Seite dadurch? Die einzige Problematik ist, wenn ich mich auf eine Seite konzentriere, die andere Seite, ich... Moment, das ist doch... Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein dunkler Mond, oder? Nee. Zählt anscheinend nicht so. Jawohl, mehr Rekruten. Für die Army! Für das Spiel zählt es auch nicht als Angriff scheinbar. Jawohl! Ich glaube, jetzt wäre der Sack schon voll. Der Beutel hat da schon mehr Potenzial. Wie viele Leute hier rumstehen, ich bräuchte... Jetzt brauche ich eigentlich gar nichts mehr. Ich muss einfach nur angreifen. Ich habe das richtige... Ich habe den richtigen Bogen. Das richtige Fahrrad meine ich natürlich. Ich habe sehr viele Leute. Ja, eigentlich kann ich jetzt straight rechts auch weitergehen. Es hält mich nichts davon ab, die ganze Truppe richtig, richtig ranzunehmen. Und nach der Nacht. Okay. Das ist wichtig. Mit einem vollen Backel an Geld müssen wir auch in die nächste Welt gehen. Sehr schön. Nö, das heißt, jetzt greifen wir an. Nächstes Ziel. Jetzt vernichten wir alles und jeden. Welcher Tag ist eigentlich? 14. Was? War das ein schwerer Tag oder? Wird das ein schwerer Tag? Das wird ein schwerer Tag. Ja, wir killen trotzdem ein Portal. Okay, 14. Ich glaube, wo ich den Speedrun mit 50 Welten gemacht habe, habe ich auch 15 Tage gebraucht. Also. Obwohl ich es da auch leicht gemacht habe. Ich habe, glaube ich, da ein bisschen rumgegammelt und ein bisschen mehr gemacht als notwendig. Danach die Welten gingen alle viel schneller. Man muss auch zugeben, die Verteilung geht auch leichter, sobald man ein paar Lasertürme hat. Da kann man nichts dran ändern. Nichts dagegen sagen. Lasertürme sind OP. Und relativ günstig. Für 3 kriegt man schon einen unbesiegbaren Laserturm. Ist ungefähr, ich würde sagen, seine Stärke ist ungefähr vergleichbar mit 5 Bogenschützen. Also, guter Deal, guter Deal. Alles, was so ein Turmbauleiter dann ab der nächsten Welt ist, muss in einen Turm umgewandelt werden. Die Verteidigung muss stehen. Danach kommt nicht noch mehr Portale. Ich hoffe, danach kommt eigentlich bloß noch auf die Höhle. Na gut. Zurück erstmal. Gegenschlag abwarten und dann ist die Frage, warten wir auch den roten Tag ab. Roter Tag, ich könnte IT-Fahrzeug holen, aber das brauche ich. Liebfähigkeit hin oder her wird nicht benötigt.
Die Mauer ist top-notch. Wir sind hier alle versammelt. Ich kann ein bisschen vorgehen, um die Incoming-Gegner zu vernichten. Zu schwächen. Was hat der für eine Sieht aus wie Ritterhelme, Motorradhelme, Narrenkappen. Sind da auch da welche dabei? Tja. Das ist auf jeden Fall ein Schussgewitter. Die Mauer ist nicht komplett zerstört worden, das war, wobei die Flucht, sie wäre fast zerstört worden. Aber sie wurde es nicht. Es war noch 14. Ist das jetzt die Nacht der 14? Wohin laufen die? Kommt jemand und repariert das? Hä, das ist doch der Tag der 14, oder? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Was ich verstehe, ist, dass es so aussieht, als wäre da noch ein Portal. Ja, das ist noch ein Portal. Das ist belastend. Ich habe dazugelernt. An einem roten Tag sollte ich vielleicht nicht angreifen. Oder vor einem roten Tag. Sehr schön, die haben die Mauer wieder hochgemacht, aber wo bleiben Verteidiger? Wo bleiben die Bogenschützen auf der Seite? Wohin laufen die? Okay, nach rechts laufen jetzt einige. Und ich befürchte, das wird notwendig. Rechts und links laufen will ich. Das ist kurios. Warum rechts und links? Das verwundert mich jetzt so ein bisschen, weil ich habe jetzt erwartet, dass rechts ein großer Angriff kommt. Und dann müssten sie eigentlich alle nach rechts laufen. Wie die hier. Die laufen brav nach rechts. Das ist gut. Aber dann hätten kein... dann hätten die nicht nach links laufen. Richtig bedrohlich. Das wird jetzt die Härteprobe. Jawohl. Da kommen sie. Großangriff. Wow. Ich wollte gerade sagen, sind da jetzt Speedies dabei? So ist es schön niederzeigen. Die Armee muss quantitativ ausgedünnt werden, bevor sie an meine Mauer brechen. Ah, bis die Faddies kommen. An denen kann ich nichts ändern. Na gut, die Paddies müssen halt so besiegt werden.
Mit schierer Menge. Was, wie wir sehen können, aber nicht so leicht ist. Die sind durchgebrochen. Die haben das besiegt. Crazy. Aber wollte gerade sagen, warum bewegt sich der Mond nicht? Tja, theoretisch jetzt könnte ich das UFO mir einverleiben, aber nee. Erstens die falsche Richtung, zweitens kein Bedarf. Okay. Wir greifen an. Wir vernichten sie. Und dann gibt es nur noch das Portal. Und schauen wir, ob wir das auch vernichten können. In der nächsten Welt sollte es allein deswegen schon alles schneller gehen, weil ich mit viel Geld dort ankomme. Der ganze Bucket muss voll sein mit Geld. Weil dann kann ich deutlich schneller alles aufbauen. Das ist ja das, was am meisten Zeit kostet, der Anfang. Die ersten 2-3 Tage. Das ist eigentlich gar nicht das Geld. Das ist nur verschwendet alles. Puh! Das ist ein Niederzargen auf höchster Stufe. Ich bin sehr gespannt, ob sich die Gegner... Okay, diesmal kommen sie mit Helmen raus. Habt ihr das gesehen? War ja bei den letzten Links nicht der Fall. Jägerkugel, oder was ist das? Oh, der Roboter wird sowas von notwendig. Robby Roboter ist so mächtig. Das wird auch das Ziel in der nächsten Mission als erstes sein. Den Roboter-Dude. Den Brain, The Wiz oder wie auch immer er heißt, nochmal zu rekrutieren. Weil dann läuft alles viel, viel angenehmer. Die Verteidigung läuft dann auch angenehmer. Dann reichen mir, glaube ich, 2 Mauern locker aus für die Verteidigung. Wenn 2 Türme jeweils dabei sind. 2 oder 3 Türme. Wäre schon mega. So, wir müssen nochmal... retreaten. Ah, ich will das Geld eigentlich gar nicht. Das verliere ich doch sowieso nur. Wir müssen noch einmal verteidigen. Gegen den Racheakt. Und dann geht's los. Dann erwartet uns das Portal. Haltet euch bereit, Leute. Und überschüttet mich mit eurem Geld. Achso, ich sollte natürlich wieder... ein Stück im Voraus bleiben. Um die Gegner ein bisschen klein zu zerrecken. Und dann geht's ab. Kind, nimm die Münze und lauf! Da kommen sie. Enemy incoming! Gönnt euch die Münze. Gönnt sie euch. Ja. Denn mit dem Helm hat sie sich gegönnt. Oh, jetzt kommen solche auch noch dazu. Das ist schlecht. Das sieht sie besonders gut, weil sie die wegschleudern kann. Die Dudes mit Panzer. Wie besiegt man die mit Panzer? Oh, die haben meine Verteidigung kaputt gemacht. Na, jetzt ernsthaft. Wie besiegt man die mit Panzer? Wenn man... Oh, ein Bogen. Wobei, es gibt keinen, der was mitnimmt, oder? Die weg. Okay,
Okay, der kann sie kaputt machen. Und du hast sie auch kaputt gemacht. Sehr schön. Na dann. Zurück. Gleich wieder das da aufbauen. Und wieder in den Krieg ziehen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und brauchen ein paar weitere Bogenschützen. Ach ja. Hätte man ja auch machen können. Ich habe es ja angedeutet, dass es hier vielleicht nicht verkehrt ist. Das Lustige ist, wenn ich das immer hier Bögen mache, dann wird niemals einer ein Schwert nehmen. Oder Keule, was auch immer wir sie nehmen. Okay. Es ist gerade Nacht. Wenn Tag wird, dann gehen wir in die Endphase. Ich dachte zumindest, es ist Nacht, aber scheinbar ist es Tag. Sie ziehen sich zurück. Das ist ein normaler Tag. Also ich rate auf jeden Fall nicht auf brutal zu versuchen, die 50 Tage, das 50 Tage Achievement zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hart. Irgendwann später, zumindest in anderen Spielen, gab es dann auch fliegende Gegner. Allerdings macht es, glaube ich, in dieser Erweiterung gar keinen Sinn, fliegende Gegner zu haben, weil... Wobei, außer die können auch Türme angreifen. Weil fliegende Gegner waren damals die einzige Möglichkeit... Kommt da überhaupt jemand? Oder ist aufgrund des Retaliation-Schlages jetzt Schicht im Schacht? Die müssen sich vielleicht auch erstmal erholen, die Gegner. Schön wär's zumindest. Ja. Alles klar. Dann auf geht's. Ja, da wäre so ein. Das Bike, mit dem man Wheelies machen kann. Ich weiß nicht, was das macht. Vielleicht stößt es die Gegner zurück. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, dann. Beenden wir diese Mission. Holen wir unser Kanu zurück. Finally. Und ab der nächsten Map wird die Verteidigung von uns extrem gut. Und ich weiß noch, ich glaube... Ja, eigentlich ist jede Art von Waffe... Ich glaube, von den Türmen hinter den Mauern wäre es am klügsten, wenn da der Belagerungslaser und der Mörser genutzt werden. Weil die sind echt stark. Sind bereit! Incoming! Jetzt bin ich gespannt, wie es hier drin abläuft. Mit Vorgeschmack. Okay, das sind deutlich mehr. Deutlich mehr. Und wahrscheinlich hält das Teil auch viel mehr aus. Wir müssen uns daran erinnern, dass es gefährlich ist. Unsere Kiste darf nicht kaputt gehen. Das ist sehr gefährlich. Die Kiste darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Sonst haben wir hier verloren. Gut, dann müssen wir vom letzten Speicherstand zurück. Also es ist gut, dass sie relativ häufig zuschlägt, weil das braucht man. Ohne das schaffen wir es hier nicht. Stückchen nach vorne. Die treffen sonst dieses Geschwülz nicht. Ich hätte gern mehr Rekruten, die kämpfen. Das war jetzt eher entspannt im Vergleich. Unser Kanu. Das ist generell entspannt. Ah, okay, jetzt kommen die Bösen. Die etwas mehr aushalten. Es macht nichts. Wir gönnen uns trotzdem unser Kanu. Los, tragt's. Wir verteidigen euch. Jawohl. Abziehen.
Retreat. Die werden uns nicht aufhalten, uns unser Eigentum zurückzuholen. Sie werden es aber versuchen. Sehr gut, sehr gut. Weiter so vorrücken, vorrücken. Der Weg dauert ja ewig. Unrealistisch, unrealistisch. Okay, 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 okay. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Kaputt. Fucciato Fucciu. Nice. Okay, das haben wir geschafft. Das war das. Dann hole ich mir jetzt noch Geld und dann bin ich bereit für die nächste Map. Geil fand ich es auch, dass man hier Bogenschützen, Krämpfer und Arbeiter von einer Insel auf die nächste mit transferieren konnte. Das war eigentlich auch eine coole Mechanik. Weil wenn man das verpeilt hat und nicht genug mitnimmt, dann oder schneller startet, bevor alle eingesammelt sind, die mitwollen, dann hat man auf der nächsten Map einen etwas schwereren Start gehabt. Aber das ist hier, glaube ich, nicht der Fall. Ah, hier die Kämpfer, ja, die braucht man wahrscheinlich in diese brutalen oder verfluchten Szenario deutlich eher. Ihr könnt alle mitkommen auf den... Wir ziehen in die Stadt. Das Landleben ist nichts für mich. Viel zu viele Moskitos. Wer hat auch die Idee gehabt, an so einem Tümpel zu... ein Lager aufzumachen? Das ist ja eine Brutstätte für Moskitos. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Na gut. Okay, wir haben die erste Map erfolgreich geschafft. Die erste Map sind wir jetzt wunderbar durch. Und beim nächsten Mal werden wir die zweite Map starten. Auf Verflucht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.